Der Porsche 356a war in den 50er Jahren ein äußerst wettbewerbsfähiger Rennsportwagen und der Beginn des Mythos Porsche. Die ersten Porsche 356 Modelle mit einem 1500 Kubikmotor wurden von 1951 bis 1955 gebaut. Mit 6252 Exemplaren konnte man durchaus von einem Verkaufserfolg sprechen. Echte frühe 356 Modelle sind heute dennoch selten geworden. Der Motor basiert auf einem VW Boxermotor und war daher auf 1300 Kubik beschränkt. Durch die Umrüstung auf eine neue Kurbelwelle konnte man den größeren Kolbenhub erreichen und somit einen Hubraum von 1500 Kubik. Damit kommt der Porsche 356 auf eine Leistung von 60 PS. Diese Leistungssteigerung ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 160 km pro Stunde. Der Porsche 356 ist eine Symbiose der schöpferischen Zweckmäßigkeit und hervorragender Technik. Das Fahrwerk des Hecktrieblers besteht an der Vorderachse aus Einzelradaufhängung mit Längslenkern, Querdrehstab und Stabilisator. Hinten wirken an der Pendelachse eine Querstabfederung und Teleskopstoßdämpfer. An allen vier Rädern wirken Trommelbremsen. Damit liegt der frühe Porsche 356 satt auf der Straße und präsentiert sich sehr sportlich. Das Vierganggetriebe ist durch die von Porsche patentierte Sperrsynchronisierung sportlich und weich zu schalten. Das 356er Coupé gibt nicht nur durch seine Form eine glänzende Figur ab, sondern kann sich auch gerade durch seine Sportlichkeit durchaus auf jeder Strecke sehen lassen.